Ja, das Kabinett hat heute eine Reform des Jugendschutzgesetzes verabschiedet. Das wird jetzt dem Parlament zugeleitet und wir hier im Bundestag müssen dann darüber abstimmen. Es sind spannende Regelungsmaterien im sogenannten Jugendmedienschutz. Es sind die Fragen der Alterskennzeichnung, also ab wann ist ein bestimmtes Produkt für einen jungen Menschen zugänglich. Es geht um sogenannte Interaktionsrisiken, wenn also ein junger Mensch im Netz agiert. Welche Risiken sind da? Was muss ich dann wie bewerten? Aber es geht auch um Jugendschutz in Betriebssystemen, ob ich bei gewissen Geräten Voreinstellungen brauche, um Jugendschutz zu gewährleisten. Sie alle wissen, dass der Jugendmedienschutz gegenwärtig nicht besonders gut läuft, dass es viele jugendgefährdende Angebote im Netz gibt, ohne dass wir unsere jungen Menschen davor schützen können. Daher haben wir 2016 eine Kommission ins Leben gerufen, die sich insbesondere damit beschäftigt hat, mit der Herausforderung der Konvergenz der Medien, weil bis dato die Zuständigkeit geteilt war in Zuständigkeit des Landes und des Bundes. Und das wird hier die große Herausforderung sein, sich auch mit den Ländern bei diesem Gesetzentwurf zu einigen, damit wir wirklich einen guten Jugendmedienschutz hinbekommen. Ich denke, wir als Bund machen hier einen richtigen Aufschlag. Hoffe sehr, dass die Bundesländer mitziehen, denn letztlich geht es uns gemeinsam darum, junge Menschen vor Risiken im Internet zu schützen.